Ja, hallo, mein Name ist Isolde Beermann und ich bin ein Mitglied des Grazer Autorinnen- und Autorenkollektivs. Das ist eine Gruppe von Literatinnen und Literaten, die sich dem gemeinsamen Schreiben verschrieben haben. Heute Tag des angeblichen Weltuntergangs. Was habt ihr damit zu tun? Ja, wir haben was ganz Besonderes uns ausgedacht. Wir haben sozusagen einen Weltuntergangsroman geschrieben. Und das haben wir so gemacht. Wir sind 7 Schreibende und wir haben begonnen, dass jeder von uns einen Protagonisten oder eine Protagonistin erfunden hat. Und diese Protagonisten begleiten uns eine Woche vor dem Weltuntergang jeweils. Und am Tag des 21., also heute, treffen sich diese 7 Protagonisten in einem Lift. Und dieser Lift bleibt stecken. Da passiert was Spannendes. Aber das wird erst heute Abend verraten? Ja, das verraten wir erst. Aber wir verraten auch immer noch nicht alles, weil das Ganze sollte ja ein Buch werden. Und wird auch. Und in diesem Roman gibt es dann immer noch Geheimnisse zu entdecken. Also es wird heute einiges verraten und einiges auch wieder nicht. Und es bleibt ein Geheimnis. Wo sollen wir wann hinkommen, um das zu erfahren? Bitte kommt heute Abend um 20 Uhr auf die Uni. Und zwar kommt ihr in den Hörsaal 0114. Und das ist ein ehemaliger Theologenhörsaal. Jeder, der schon mal auf der Uni war, findet ihn. Und der noch nicht auf der Uni war, findet anhand der Wegweisungen und Plakate hin. Also ist leicht zu finden. Also 20 Uhr. Und es gibt auch Musikbegleitung. Ein Gitarrist wird das Ganze begleiten. Und dann warten wir sozusagen gemeinsam auf den Weltuntergang. Dann warten wir auf den Weltuntergang, dann schauen wir, was passiert. Und wer lange genug wartet, bekommt vielleicht auch was zu essen. Dann hoffen wir, dass die Welt nicht vor, ja, sagen wir, 22 Uhr untergeht. Dass wir noch satt gegessen sind. Ja, das hoffen wir. Wenn das wirklich heute Ihr letzter Tag wäre, ja, wie würden Sie ihn gestalten? Dann packe ich einen Rucksack und sage Tschüss und dann mache ich mich auf die Reise in den Süden ans Meer. Weil das Letzte, was ich gerne sehen würde, ist das Meer. Und natürlich ein paar liebe Leute packe ich noch ein. Und dann verbringe ich den letzten Tag am Meer. Vielleicht auch noch mit einem Gedichtebuch in der Hand.